Ja, wir haben hier Pia Kästner von Allianz MTV Stuttgart. 3:0, eigentlich ein recht klares Ergebnis, aber 42:40, sowas schon mal erlebt? Nee, ich glaube, es ist mein persönlicher Rekord jetzt. Also echt noch nie erlebt. Also ich war dann auch tatsächlich froh, als es vorbei war. Also war es härter am Ende, als ihr euch das vielleicht gedacht habt? Weil eigentlich, wenn man nur vom Papier geht, ist es, glaube ich, der zweite gegen den vorletzten. Ja, vom Papier her schon, aber wir wussten auf jeden Fall, was auf uns zukommt. Also ich meine, Aachen ist immer ein Team, was bis zum Ende fightet. Und wir haben auch gegen Straubing verloren. Und von daher war für uns wichtig, dass wir den Fokus die ganze Zeit hochhalten. Und ja, das haben wir Gott sei Dank geschafft. Am Ende war es dann ein bisschen knifflig, aber Gott sei Dank haben wir es dann zu Ende gebracht. Eine andere Frage, wahrscheinlich kennst du ja die Halle auch, wie sie eigentlich tobt. Ja. Ich nehme an, bei 40:42 wäre sie explodiert. Ja. Wie nimmst du selber die Situation, die Saison war? Ja, Aachen war immer so ein Highlight, auch damals, als ich bei VCO gespielt habe. Die Fans sind immer für jedes Team irgendwie super fair und deswegen ist es auf jeden Fall super schade, dass man in der Halle jetzt einfach diese Atmosphäre nicht spüren kann. Aber ja, natürlich auch in unserer Halle, unsere Fans fehlen uns auch mega und es ist leider nicht dasselbe wie die Jahre zuvor, aber ich glaube, dass wir halt das Beste draus machen und es cool ist, dass wir überhaupt spielen können und ja, dann hoffentlich nächstes Jahr sind wieder alle am Start. Alles klar. Wir wünschen noch viel Erfolg für die Playoffs ja dann. Danke, danke. Und ja, hoffentlich nächste Saison wieder vor Zuschauern. Danke, danke, ebenfalls.